herzlich willkommen im Freitag, den 13. Ist das ein Glücks- oder ein Pechtag? Was meinst du? Auf der Buchmesse eher ein Glückstag. Okay, Martin sagt, es ist ein Glückstag. Wir sind nämlich schon unterwegs zu unserem dritten Messetag. Für mich hat die zweite Halbzeit begonnen im Übrigen. Und es steht 1-0 für die Buchmesse. Achso, es steht 1-0 für die Buchmesse. Martin hat übrigens gesagt, er fährt jetzt anständig. Wir wollen ja auch, dass der Freitag, der 13. ein Glückstag bleibt. Ne? Ja. Ja. Soll ein Glückstag bleiben. Und ja, was steht heute auf dem Plan? Also, wenn gestern der Menschentrefftag war, unter anderem auch Blogger-Trefftag, dann ist heute, glaube ich, der Autorentrefftag. Wir starten nämlich gleich beim Drümmer-Knauer-Stand mit dem Blogger-Treffen. Ha. Ich wollte Autoren sagen, aber ja, nee, Blogger-Treffen beim Drümmer-Knauer-Stand. Aber Autoren sind auch dabei. Genau, aber drei Autoren sind auch dabei und ich hoffe, dass ich ein bisschen die Kamera mitnehmen darf. Also, viel Spaß gleich beim Freitag der Buchmesse in Frankfurt. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Blogger-Treffen auf der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich, dass so viele sich angemeldet haben und ja, wollte mich jetzt erst an erster Stelle mal ganz herzlich bedanken für die wirklich tollen Beziehungen, die wir haben und für die tollen und loyalen Jahre und die Rezensionen, die ihr mir schreibt. Und ja, also da finde ich es nochmal einen Sonderapplaus wert, weil es einfach, ich das sehr schön finde und das sind wirklich so gewachsen über die Jahre. Und vielen Dank. Thank you.
da sind wir schon wieder im Auto. Und ich muss sagen, der heutige Freitag war mega anstrengend. Ich bin total erledigt. Also zwischendurch hatte ich echt so diese Minuten, wo mein Kopf einfach einmal so ausgeschaltet war. Ich war im Energiesparmodus und es ging gar nichts mehr. Ich war froh, wenn ich sitzen konnte. Und wenn ich gelaufen bin, bin ich nur noch so hinter den Menschen hergelaufen. Allerdings, die Menschen, heute habe ich ganz, 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 ganz viele tolle Menschen getroffen. Die Anka war da, ich habe Anja getroffen, die Marion, alle, die letzten Tage auch schon da waren und so viele tolle Menschen getroffen. Und heute standen die für mich tatsächlich so ein bisschen im Fokus auch. Also Termine war irgendwie heute ein bisschen verschlammt. Autobahn Richtung B44 Krankenhaus Nordwest verlassen. Dazu rechts halten. Das Navi redet mir in mein Video. Nee, also ich war zwischendurch tatsächlich so, ich will bei meinen Menschen bleiben und nochmal die Zeit auskosten, die ich mit meinen tollen Buchmenschen habe. Weil morgen ist die ja auch schon wieder vorbei, diese Zeit. Auch wenn ich vorhin tatsächlich schon ein bisschen in dem Modus war, dass ich mir so dachte, so langsam ist es aber auch mal wieder Zeit nach Hause zu fahren. Und ich bin auch schon am Plan, wie es morgen aussieht. Also so langsam ist es okay, wenn es bald zu Ende geht. Jetzt sitzen wir gerade noch im Auto Richtung irgendwo nach Frankfurt. Martin hat sich... Achso, irgendwas, was Martin gesagt hat. Und er hat sich eben gerade schon verfahren, weil ich was anderes als das Navi gesagt habe, weil ich dachte, ich habe recht, aber ich hatte natürlich nicht recht, weil ich passe ja auch nicht auf und Orientierung ist eh scheiße. Deswegen haben wir uns erstmal prompt verfahren, aber Respekt an Martin, dass er eher auf mich hört als aufs Navi. Und wir wollen noch eine Lesung von... Jetzt links halten, danach gleich rechts halten, jetzt rechts halten. Wir müssen uns konzentrieren. Das Navi sagt zu viel. 2 Kilometer folgen. Also wohin wollen wir nochmal? Zu wem? Wie hieß er? Ich kenne nur den Originalnamen. Luis Celano. Luis Celano, ich kenne nur den Originalnamen. Ich habe noch nichts von ihm gelesen, werde ich vermutlich auch nicht, weil es nicht mein Genre ist, sorry dafür. Krimi. Aber Krimi, genau, das Krimi ist leider nicht mein Genre. Aber wir leisten natürlich Gesellschaft auf der Lesung und auf die freue ich mich auch total. Und dabei wird natürlich auch was gegessen. Hunger habe ich aktuell noch nicht. Die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was fährst du eigentlich zu schnell? Ich muss erstmal wieder 50 fahren. Dieses Navi ist super. Aber noch ein Blitzfoto wird zu toll. Gegessen wird auf jeden Fall gleich erstmal. Und vielleicht nehme ich euch noch mal ein bisschen mit der Kamera mit. Ich musste heute nämlich ein bisschen Akku sparen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Denn zum einen kommt entweder noch ein bisschen was von der Lesung. Und zum anderen folgt in diesem Video auch auf jeden Fall der Messe Samstag. Ich muss jetzt gar nichts mehr sagen, wir haben schon alles gesagt. Das heißt, ich habe jetzt gar kein überraschendes Intro mehr für Sie. Aber ich freue mich natürlich, dass so viele gekommen sind, hier in diesen schönen Ort, mitten in Frankfurt. Erwartet man gar nicht, dass man so eine tolle Altstadt findet. Wir sind ja alle schon ein bisschen Buchmesse geschädigt in den letzten Tagen und deswegen ist meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen. Aber, ja. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Ich habe ja jetzt ein Mikro gekriegt. Und ja, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ja, also wer jetzt noch isst oder so, kann ruhig fertig essen. Herzlich willkommen im Samstag. Für mich startet heute der letzte Tag der Leipziger, der Frankfurter Buchmesse. Leipzig ist noch ein halbes Jahr hin. Und ja, ich stehe jetzt hier gerade auf dem Parkplatz, habe gerade mein Hotelzimmer geräumt. Anka und Martin sind beide schon weg. Die treffe ich dann gleich auf der Buchmesse wieder. Und ich kurve jetzt schon mit meinem ganzen Gepäck erstmal hin zum Messegelände und dann mal schauen, was heute noch so geht.
Frankfurt. Heute ist bereits der vierte Messetag angebrochen und ich darf hier heute für den Wake-up-Call zuständig sein. Mein Name ist Anka Maltera, ich bin passionierte Leserin und Bloggerin und werde heute dem Team von Buchalarm so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Das ist der letzte Gang runter von der Messe. Es ist jetzt 14.30 Uhr, Samstagmittag, und es ist so mega voll, ne? Also ihr müsst euch echt mal die Videos von Donnerstag und Mittwoch angucken, wie leer die Gänge da teilweise noch sind. Das weiß man immer erst hinterher, wenn man dann die Gänge von Samstag sieht und morgen will ich sie gar nicht erst erleben. Das ist wahrscheinlich purer grausame, was auch immer, was man sich nicht freiwillig antun will, vor allem wenn man die anderen 4 Tage schon mitgenommen hat. Jetzt bin ich tatsächlich gerade ein bisschen froh, dass ich diese Gänge verlassen kann, auch wenn es schade ist, dass es jetzt wieder ein halbes Jahr dauert, bis ich die meisten Menschen davon wieder treffen werde. Aber nächsten Monat ist Stammtisch und ich bin gerade noch ein bisschen geplättet. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade noch großartig sagen soll. Es war eine geniale Messe. Ich liebe diese Zeit einfach. Es ist wie Urlaub, auch wenn es mega anstrengend ist. Und jetzt werde ich mich erstmal ins Auto setzen und vielleicht finde ich nachher nochmal kurz die Gelegenheit für ein kleines Schlusswort. Ansonsten sage ich aber schon mal danke fürs Zuschauen, falls an dieser Stelle doch Ende sein sollte. Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal in den Kommentaren.